Tadam, padam, padam, padam. Schön, dass du tanzt. Willkommen zurück. Staffel 11. Und den haben wir nicht gezählt, der hinter uns. Oh, Aua. In der letzten Folge haben wir ja gesagt, oder in der letzten Folge waren wir ja schon bei den Quests unterwegs mit dem Giga und der Parasaurus-Familie, die wir beschützen mussten. Sehr schöne Quest, eigentlich auch viel, viel Action. Das guckt es euch mal an. Ich weiß natürlich, dass vielen von euch die Quests nicht so sehr zusagen, auch im Let's Play nicht, aber wir müssen die machen. Ihr müsst sie auch machen, wenn ihr das hier zu Ende spielen möchtet. Ich zeige nochmal ganz kurz Ankunftsprotokoll. 44 Quests habe ich, 58 brauche ich. Und ich müsste, glaube ich, auf dem Server der sein mit den meisten Quests, weil ihr spielt ja am meisten auf dem Metalbacker-Server. Und da habt ihr, ich glaube, der Stone hat, glaube ich, schon 100 Quests gemacht, soweit ich weiß. Sogar mehr, ne? Ja, ich glaube, der hat 20 Missionen. Ja, dann ist er schon sogar bei Beta. Also er könnte schon den Beta-Boss machen. Ja, so ist es. Und wir müssen das trotzdem hier weitermachen. Ihr müsst nicht unbedingt Quests machen. Es reichen auch... Oh, das war der falsche. Es reichen auch... Glitches aus. Also Störungen. Die Glitches zählen aber nicht als Einzelpunkt. Also ich meine schon, das zählt auch als Quest. Nein. Wenn du jetzt auf die Quest gehst insgesamt. Ja. Und jetzt zum Beispiel Vulcambium. Das ist eine Quest, wenn du alle aufgehoben hast. Das ist das, was ganz unten immer ist bei den Quests. Das ist behebe die Störung. Achso, also alle in einem Gebiet aufheben, wird dann eine Quest. Genau, das zählt als eine Quest, wenn du alle hast. Oh Gott. Deshalb, es ist sehr. Wenn ihr irgendwann das Ende sehen wollt, ist es sehr viel Arbeit. Es ist viel Arbeit. Es hat ja auch, glaube ich, einer geschrieben, Quest sind scheiße oder sowas. Ich habe ein Survival-Game gespielt, ich habe keinen Bock auf Jump'n'Run. Ja, aber so gesehen, es gehört jetzt dazu zum Genesis. Und wenn man den Endboss spielen möchte, dann macht man das eben so. Ansonsten, weiß nicht, cheaten kann man das in den Scheiß auch? Ja. Stimmt. Ich glaube, Complete Mission oder so heißt der Befehl. Ja. Da muss man die. Aber es ist trotzdem mit Arbeit verbunden, weil man muss sich ans Terminal stellen, die Quest starten und dann den Befehl eingeben. Ah, okay, ja, ist doch langweilig. Ja, aber falls jemand nur das Ende sehen möchte, kann man sich's auch theoretisch ersheaten. Muss man ja sonst. Es gab ja schon 30 Minuten, nachdem Genesis released wurde, schon auf Twitch schon Livestreams vom Endboss. Es gibt aber keinen Command. Also ich habe keinen gefunden, der alle Missionen gleichzeitig abschließt oder so. Also ich hatte, wie die Kim sagt, das war auch ein englischer YouTuber, ein großer YouTuber, der hat das auch. Der hat den Endboss gefightet, alles ercheatet komplett, hat er auch gesagt. Wir sind schon beim Endboss, wir haben alles ercheatet, hat er auch gezeigt, dass er die ganzen Quests ercheatet schon hat. Und hat dann auch im God-Mode dort gekämpft. Aber es ist, wie gesagt, die Leute haben sich da trotzdem drüber gefreut, dass er es gezeigt hat. Also wir wollen ja die Quests schon erstarten. Wir hatten den also extra hingestellt, Dex. Ja, ist ja egal. Ich meine, gut, wenn man das jetzt so zum Beispiel nur für die Story... A oder B. Warte, Kim, kannst du noch zu Ende reden? Warte, Kim wollte noch was zu Ende sagen. Du wolltest noch was zu Ende sagen? Wenn man sich nur für die Story interessiert und nicht für das Survival an sich, dann... Ah ja, alles egal. Wie man es möchte. Quests gehören dazu, müssen wir machen. Und danach sind wir bald auf Crystal Isle. Da freue ich mich drauf. So, A oder B? Ich sag dir nicht, welches was ist. Lass mal ganz kurz. Die eine heißt We Will Rock Re... Ja, ist gut. Und die andere heißt Königsmord. A oder B? A. Ist das jetzt gestartet? Kann ich nicht sehen. Das ist We Will Rock You. Ah, We Will Rock You. Oh Gott, ich muss hier rein. Ich vergesse das immer, dass man hier drin stehen muss. Nicht unbedingt. Du kannst theoretisch kurz rein und da bist du schon drin. Was so aufregend ist wie eine Jagd. So. Eine Jagd? Was jagen wir denn? Wir Fußspuren suchen? Genau. Aber, das siehst du jetzt gleich. Guck mal, wie groß die sind. Oh, wow. Und die sind auch voll hell. Also das hier, diese Farbe im Schneegebiet habe ich mit der Akku immer gemacht. Ich, ganz ehrlich, nach der Aufnahme, wir haben 3 Session gemacht. Mir sind die Augen rausgefallen. Beim Beauty finde ich das super grauenhaft. Da sieht man die fast nur nachts, finde ich. Wir haben bei Beauty haben wir rein zufällig nachts gemacht. Und es hat super geklappt. Das Schlimmste fand ich eher die letzte Quest, das war... Was ist der Prokopter dran? Irgendwas Kleineres. Wir waren komplett im Schneetreiben. Es hat so gewindet und geschneit. Megaloceros. Gibt's auch.
Oder war das Mega das? Lyceros, ja. Oh, wo kommt denn da? Vorsicht, Steinchen. Na du? Der explodiert. Er flüchtet schon. Wollt ihr ein Foto machen? Mein Gott, bist du schnell. Gott, ist der groß. Erinnert mich an Ragnarök, an den einen Boss. Den will ich zählen. Lass uns das schnell scannen. Viel Spaß dabei. Magma incoming! Magmas sind doch nicht stark. Magmas sind stark im Austeilen, aber nicht im Einstecken. Ne, das stimmt. Die sind relativ Glaskanonen. Also sie sind jetzt nicht zu schwach von dem her, aber ein bisschen mehr hätte eigentlich schon können. Das ist okay so. Stein fliegt. Na, jetzt macht er noch 122 Schaden. Noch später macht er 14.000. Wow, hat er mich getroffen. Das ist das Schlimmste. Das ist der schlimmste Schaden, der kommt anscheinend. Lass uns ansehen. Na links. Rechts geht's dann nicht. Die Karte ist ja Ende, hier zu Ende. Hier rüber, über die Wüste? Ja, über die Wüste ist die sehe ich auch. Und zwei Rechts. Wir müssen noch die Fußspur mitnehmen, sonst spawnt der nicht. Ja, wir werden durch auch. Das ist okay. Ich mach das eben. Ja, mach mal. Ich bin hier, wenn wir kreisen, 2 Millionen. Was für ein geiler Weg, der hier gelaufen ist. Mal so schön durch alles drüber. Wo ist er ja? Er ist Bossfight jetzt. Ja. Und er ist tot. Oh. Wow. Hä? Probieren wir es noch. Das war's. Fertig. Mission failed. Wir haben ihm keinen Schaden gemacht. Ja, okay. Du denkst, du musst, wenn du kannst nicht einfach nur mitlaufen, du musst ihm auch mindestens einmal schaden. Ja, wie denn? Ich hab mich noch nicht mal drehen können, da war er schon tot. Ich glaube, Benni, du musst nicht so schnell. Wir können übrigens auch drauf schießen, Dex. Also, wenn wir ihn drauf schießen und dann Schaden machen, geht das auch. Hast du denn auch Ich habe eine Shotgun und eine Longgun. Nee, ich habe ihn bekommen. Oh, das ist scheiße. Wieso? Nochmal? Ja, machen wir nochmal. Ja, natürlich, Dex braucht ja die Quest. Ja, das ist immer scheiße, aber wie gesagt, ich stand neben Benni, wollte mich gerade drehen, da war er schon tot. Das ist aber immer so. Die sind, diesen Quest find, so. Ich finde auch, das System da auch ein bisschen blöd. Ich schätze mal, es ist dazu da, dass du es nicht einfach angreifen kannst, ne? Aber. Hm. Ja, wie gesagt, ich hab den nicht einmal gebissen. Nicht eben, nicht vorhin, noch gar nicht. Nicht einmal. Keine Chance. Aber vielleicht haben wir jetzt die angenehmere Strecke. Wieso hast du den gebissen, Kim? Warst du denn da? Ich hab die auch gefailed. Ach so! Ich bin der Einzige, du hast gesagt, du hast das bekommen. Ja, ist ja nicht. Schieß euch vielleicht gleich. Ist doch egal, ob ich dir Schaden machen, oder? Ja. Gut, dann schieß ich einfach gleich mit meiner Blocknik drauf. Ha, aber. Ich hab nur mit Munition dabei, aber. Aber erst. Ich hab dir doch Shotgun-Muni gegeben. Ja, aber ich will nicht außersehen dich oder Dex drin. Hä? So viel Schaden machst du doch gar nicht. Trotzdem. Also mit dem Giga wird das wohl nicht so schlimm sein, bei mir vielleicht, aber... Ich wollte... Nee, es geht mehr um euren Charakter. Nein, triffst du uns gar nicht. Ich schieße halt von hier hinten, ich bleib... Juju mal hinten. Nimm lieber die Shotgun, sicher, sicher. Na gut. Aber es zählt erst im Endfight, also wenn wir den zweimal, das erste Mal, zweimal sehen... Lauf ich gerade falsch, oder? Nee, richtig, nach rechts. Ja, ich dachte, das sollte gerade ein bisschen anders aus dem Hinweg. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich in die andere Richtung laufe. Wir sind vom Hinweg auch vorhin woanders gekommen. Nein, aber die ersten zwei Male ist egal, da müsst ihr nicht mehr draufbeißen. Das zählt nur am Endfight. Gut, aber der Endfight war ja schon recht kurz. Ja, gar nicht. Du hast gesagt, ein Biss hast du gemacht, sicher, genau. Das, ja. Das war ja das, weil ich meinte, ich habe, wieso, ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe mich nicht mal drehen können, da war ich schon tot. Nein. Die Quests, die auf einer Stelle stehen, ne? Hier die Quests da oben, die Quests hier hinten, die Quests. Das macht halt teilweise Sinn. Diesmal machen wir es einfach so. Wenn der Endfight kommt, man sieht das ja nach zweimal, der kommt ja zweimal immer so,
dass er angezeigt wird. Und im Endfight bleibe ich dann einfach stehen. Ihr macht da kurz euer Schießen oder Dings beißt mal kurz drauf oder so. Der macht ja nicht so viel Damage auf Gamma. Und dann gehe ich erst rein. Also erst, wenn ihr beide sagt, ja, ich habe Schaden gemacht, dann. Bereit? Ja, mach. Das war Reaper Rakio, ne? Roms. Ich habe mich gewundert, so. Der Benny so, oh, das war schon tot. Ich so, Mission failed. Ja, ich habe auch ganz kurz mit dem Fragezeichen da gesessen, aber dann ist mir eingefallen, ja, wir haben ja keinen Schaden gemacht. Zu gehen, Überlebende? Da war ja was. Aber die ist aber viel angenehmer als die im Schneegebiet. Also im Moor ist das auch schon Grotze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das nämlich auch so im Nebel, im ganzen Gedüdel im Wasser, die Spuren zu finden. Aber hier ist ja noch easy going, ey. Gern beginnen. Ja, hier ist halt egal, ne? Egal welche Tageszeit, die Spuren erkennst du immer perfekt. Ich könnte mir vorstellen, dass du Labium. Gibt es solche Sachen eigentlich im Labium mit den Spuren? Ja. In jedem Gebiet. Gebiet geht's alles am allerschlimmsten finde ich es aber unter Wasser. Weil. Das kann ich mir vorstellen. Ich hänge in euch drin. Ja, next. Nee. Du lauf rein, rückwärts. Das bin. Du hängst in dem. Genau, in dem. Dingens drin. Gallimimus. Oh, niemand. Ich will den einmal anbeißen, den Typen ist einmal schnell. Ja, ich auch. Okay. Dann haben wir es durch. Nein, habt ihr nicht. Ihr muss grad scheißen. Muss man dann im Endfall. Ich komm nicht raus. Wow? Ja. Das war's, kommt wieder nicht zu beißen. Im Endfight können zählt das nur. Warum hat's dich gerade wenn du auf neutral stehst? Warte, ich stell dich mal eben wieder passiv. So. Jo, wie geil. Der hat keine Chance gegen den die Morphodon. Einfach damit ich irgendwas getan habe. Ey, die Stelle hier kenne ich doch. Hier waren wir doch vorhin. Ja. Die Lawine gefallen. Aber wenn du möchtest, kannst du jetzt mal draufbeißen. Ich lasse dich vor. Na, wir können einmal Animation machen, ganz kurz. So, geh vor und dann kannst du mal gucken, wie viel Schaden du machst. Würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich 10 oder so. Es ist halt immer noch ein Rock-Element, ne? Das ist das. Ja, klar. Oh! 30, wow. Hallo? Ja, hier. Alte Schwede. Und stell dir das mal auf Beta vor. Alte Schwede. Warum zum Teufel machst du dann immer noch so viel Schaden? 6000. Ja, zum weißen Stein. Ach so, weil das. Giga hat eine Schadensreduktion. Bei Rock Element. Okay. Ich sammle die eben mal. Okay, mach du das. Ja. Jetzt kommt der Endfight. Jetzt kommt der Endfight, jetzt ist wichtig. Genau. Ich bleib einfach hinten stehen, bis ihr beide sagt: Ja, okay, kannst. Meinetwegen könnt ihr, theoretisch Kim, kannst du einfach auch mit, brauchst dich draufschießen, geh einfach mit dem Beauty voll ran an den und beiß. Ja, da hab ich mir auch gerade das macht mehr Sinn. Weil, wenn du da zugebissen hast, dann komm ich einmal angelaufen, beiß ihn einmal, ist eh wieder vorbei. Das Ding ist, warum ich das eigentlich nicht wollte. Würdest du aufhören zu fressen? Das Einzige, was ich deswegen, dass ich wollte, los, war, Juju jetzt halt nicht verlieren. Nein, du bist nicht. Beißt. Nee, ich glaube, ich habe ihn getroffen. Nee, ja, doch. Okay. Macht's tot. Ach, was wollt ihr unter mir? Geh, weg. Irgendwie ist es dünn. Und? Jetzt. Yes, hat gezählt. Okay. Gut gemacht. Mal gucken, hat Junge Geiles gekriegt? Nö, nur Schrott. Paracer-Sattel, Kakinos-Sattel. Ja. Na gut. Ich will Kakinos noch zähmen, also. Ja, das ist das Einzige, was du hier gut bekommst, Kakinos. Ja. Gut, ich habe zwei bei dunkelblau. Einen davon schmeiß ich weg. Mhm. Naja. Beta? Oder too much heavy? Beta ist die Sache. Ich da möchte Juju nicht verlieren. Da muss ich gefühlt direkt ran. Da kann ich nicht drauf warten, dass er zubeißt. Wir schießen. Sofort. Weil bei Beta macht der One-Shot in der mich. Also nicht mein Giga, sondern mich. Und der zieht mit den Steinen auf den Menschen. Okay. Also. Und wenn du in Bewegung bleibst, meinst du, das wird was? Dann machen wir doch die andere Quest.
Im, ja, ich kann sagen, das ist die andere Quest erstmal mal auf Mama. Einfach zur Sicherheit. Wäre halt ärgerlich, wenn wir den hier jetzt auch noch verlieren würden. Jetzt habe ich mich schön auf Ausdauers geskillt. Jetzt kann ich auch das schön sieht laufen. Gar nicht so aus, ne? Aber ich bin schneller als du denkst. Bitte? Du bist schneller als der Alu. Ja, du hast größere Schritte. Ja, aber er läuft halt so total bequem. Umso größer das Tier, umso größere Schritte und dann sieht, fällt das eigentlich nicht auf. Guck mal, weil der Giga ist eigentlich. Der Giga spaziert ja gerade eigentlich nur. Wenn der Giga mal laufen würde, guck mal hier. Naja, der Giga ist. Im Survival, wenn man wirklich Survival spielt, so Giga sieht dich und du bist tot. Egal was du hast, du bist tot. Giga weiß, ich weiß nicht, hat man auch im Let's Play letztes Mal gesehen, als wir das Ding gezähmt haben. Ich bin, keine Ahnung, gefühlt 15 Meter, 20 Meter über dem und der macht einfach nur weiß. Oh, quasi. Ich mach den mal kurz weg. Weil wenn wir jetzt gleich hier stehen, nicht, dass er uns seine Giftkugel in den Rücken schießt. Naja, es weiß noch auf der Island, der erste Begegnung mit dem Giga. Ich weiß nicht mehr, welches Tier ich hatte. Ich weiß nur, dass ich danach nicht mehr hatte. Das ist, ich glaube, es gibt auch in so normal der Island, gibt es, glaube ich, kein Tier, was großartig gegen den Giga ankommt, ne? Ja. Kano mit Stoffrüstung, meinst du? Mit Decke. Mit Fluseldecke. Ja, aber so normales Survival jetzt. Titano, der gehört ja dazu. Stimmt. Ja, Mann, du weißt, was ich meine. Der Titano macht den Giga locker platt. Ja, der tritt einmal zugefüllt, ja, und ist er tot. Aber der Titano ist halt auch das, was nichts platt macht. Also. Der Titan. Rockwell ist das erste Tier, was den Titan normal kaputt machen kann. Das ist der. Aber der Titano ist aber auch. Die mussten einfach irgendein Tier nehmen, was einfach titanisch ist. Dann haben sie einen Titan gesucht als Dinosaurier. Und der Titan, der war. Der war noch nicht mal, ich weiß nicht, ob der es wirklich größer war als der Bronto. Oder als der Brachio, das weiß ich gar nicht. Das war aber minimal, wenn dann. Also jetzt nicht so. Der ist jetzt irgendwie zweimal so groß und zweimal so breit. Oh Gott, wie süße kleine Pötchen. Ja, hier sind sie jetzt wieder kleiner, aber man kennt sie ja halt trotzdem gut. Welche Spuren fallen wir? Tears Baby wohl. Nee, guck bleiben. Kannst gleich mal gucken. Der ist so groß wie ich. Oh, cool. Ja, deshalb ist es so ein bisschen verwunderlich, warum der so kleine Fußsporn macht. So wie der Omega, Rex auf Chico? Keine Ahnung, kann ich dir nicht mehr sagen. Wenn ich es richtig weiß, war der auch so groß wie Giga. Hattest du mir mal ein Bild davon geschickt. Es ist halt zu lang, ja schon. Ja. Gern beginnen. Oh, kommt bestimmt hin. Da vorne ist er. Boah, wie geil. Der ist aber wirklich so groß wie Benny. Mhm. Der ist größer als Benny. Jo. Ja, nicht ganz. Das sieht nur so aus, wenn der auf Steinen steht. Ja, okay. Oh, das ist die Strecke, wo wir runterspringen müssen. Oh mein. Lass es uns ansehen. Scanner aktiv. Watschelfüßchen. Welcher Schuhgröße hat denn der? Minus 5. Das ist geil. Bruder, das ist irgendwie, wenn man hier jetzt so wirklich so lang geht und in Perspektive ist das wirklich so ein richtig cooler Weg gerade. Das sieht total schön aus. Ja, auch überhaupt hier oben zu bauen, wenn man das könnte. Also jetzt bei Leuten, die das eingestellt haben, ja, bei anderen, die das Standard spielen, nee, nicht. Das ist nicht die Unterspielung, das ist die Oberleitung. Komm nicht vorbei, ich häng in so einen Stein. Komm nicht vorbei. Na, geh, Benni, dann mach das mal ein bisschen. Geh doch mal ein Stück zurück, Kim. Ich komm nicht weiter. Lass es uns ansehen. Oh, danke schön. Der hat mir gerade aus dem Back geholfen, da aus der Ecke. Ich hab nicht gesehen, weil ich gerade. Da ist er wieder. Oh, der ist auch so hübsch. Ja, ein bisschen trotzdem. Weil sehr zäh. Ist wirklich gerade verbackt, kann das sein? Nee, wir sind halt nicht in seiner Welt. Hä, weiß ich den überhaupt? Ja, 646. Ja, bin ich echt? Ja. Im Vergleich zu den 6000. Moment, oh, ich fress dich ganz auf! Lass mich das schnell scannen. Hallo, du Pullover. So, jetzt kommt auch gleich wieder dasselbe, ne? Ja, wir gehen vor. Genau.
geh schon mal vor. Jetzt ja ihn gleich wieder entfällt, ihr beißt drauf und dann gehe ich erst rein. Also manche Quests sind da richtig gut. Also jetzt hier in so einem Gebiet die Quest zu machen, da macht das sogar das Verfolgen und das Spurenlesen Spaß. Im Sumpf ist es ein bisschen nervig, weil du auch da die Spuren nicht richtig siehst. Guck mal die Allosauren an, ne? Meine Herren. Ne? Blau, blau, blau. Gerne Ui, wo sind wir hier hin? Das sieht cool aus. Achso, er hat, wo? Da vorne. Gern beginnen. Das ist irgendwie so, ich lass meinen großen Bruder vor. Oh, fuck. Oh, na toll. Ja, okay, jetzt geht. Was kämpft? So, hab ich noch nicht geschaut? Ja, ja. Der Juti ist. Der hat guten Grunddamage. War das nicht eine tolle Jagd? Oh, ich bin überladen. Accomplished. Oh, was haben wir hier? Ja, die Quest lohnt sich nicht. Weil. Megalosaurus. Die bringen Heck. Hauptsächlich Gacha-Sätze. Heck. Ich hab Fiomir, Gacha. Tony Dragon, den habe ich behalten, aber. Hat nur Müll. Müll, Müll, Müll. Also Müll und noch mehr Müll. Aber immerhin hat der Dex jetzt schon mal zwei Quests mehr. Ja, wir haben eigentlich mehr. Wir hatten ja noch die letzten Session gemacht. Haben wir die letzten Session überhaupt. Nee, gar nicht wahr. Hier zwei, dann. Das ist ein schönes Bild gerade. Wie viel Quests haben wir jetzt insgesamt gemacht jetzt in den folgenden Session? Einige? Drei. Vier. Ja, vier, also Gamma, Beta. Und die beiden. Also vier Stück. Okay. Porten wir uns nach Haus? Ja. Also was ist mit dem Magmasaurus? Die ist hier nicht. Achso. Das andere ist Eye-Clown-Quest. Und Dex hat sie schon mal probiert. Ich glaube, der möchte die nicht nochmal machen. Der Giga-Horder. Eye-Clown-Quest? Aber es gibt doch noch Handmagmasaurus. Wo du in den Vulkan rein musst. Ja, aber wieso, die habe ich noch nicht gemacht? Oder? Du hast die doch schon mal getestet im Singleplayer. Ja, aber okay, ich habe die im Singleplayer damals getestet, weil bei mir die Eier auch gar nicht gespawnt sind, wie bei vielen anderen im Singleplayer. Die sind bei mir irgendwo drunter gewesen. Hat jemand einen Kryopod? Ich habe keinen. Ja, ich habe auch einen. Ich glaube, ich lasse den Juju draußen, weil wenn ich den einpacke, kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich habe gerade runtergeworfen, Kim. Bei dir? Da liegt. Ja, ne, ich will. Die beiden sind ja okay. Die sind ja nicht so ein Kaliber, ne? Hast du den Portex? Ja. Bitte nach Norden. Vor allem ist es nicht so schlimm, wenn wir die verlieren. Der Giga wäre schlimmer. Nein! Bin ich zu schnell gewesen? Ja, ist gut. Ich kann mich halt nicht bewegen. Das ist das Problem. Durch die ganzen Stuff da drin. Ich bin mit 566 Kilo grad voll. Stell ich mal nicht so an. Auf geht's! Auf geht's! Oh! Der Ding ist gerade ausgebrochen. Da sind wir. Genau richtig. Perfekt! Hier unten passiert uns nichts. Nein, ich komme nicht am Giga ran. Warte, ich schieb dir den ran. Schmeiß es rein. Oder so. Reicht. Okay. Ich hasse diese blöden Äste hier. Schrecklich. Oh Gott, die anderen sind so cool. Die sind so. So? So cool. Ich hab mir grad das im richtigen Wort gesucht, das ist mir eingefallen. Alles sind super. Vorsicht, du läufst ja über so eine Giftfontäne. Oh ja, stimmt. Ja, wenn du es abbekommen hast, ist es eh zu spät. Einfach ja, weglaufen. Ich bin am. Ja, überlebt. Ich hab grad nicht drauf geachtet, hab einfach woanders hingeguckt. Nee, die Pilze, nee, hab ich schon probiert. Alles gut, ich überlebe das sonst. Wieso? Eventuell nicht. Hab genug Leben. Ja, ich war schon vorbe. Ist ja nicht schlimm, hier sind ja. Vorbelastet. Bist du gestorben? Nö, noch lebt er. Noch lebe ich und ich habe auch nicht vor zu sterben. Und selbst Ben, du hast ja Ben. Ja, genau.
So, ihr Lieben, dann sage ich nochmal, das war's. Wieder Giga dabei, wieder tolle Quests, aber diese Quests waren viel, viel angenehmer als die jetzt mit Akuma im Schneegebiet. Aber die Akuma war da total in ihrem Element. Das ist ja geil, voll das geile Wetter, ich will hier bauen. Und ich so gesagt, nein, ich will hier weg. Nimm mich bitte an die Hand und dann bring ich mich raus. Egal. Aber war gut. Wir kommen langsam dem Gamma-Boss etwas näher. Bis denn und tschüss. Tschüss. Bye bye.